Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Wir befinden uns immer noch in Season 12. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir holen ein paar Fahrzeuge aus Oviro Hills, bringen die endlich mal in die Werkstatt bzw. die Anhänger wieder in den Anhängershop und verkaufen das Ganze. Und als nächstes müssen wir uns hier einmal auftanken. Weil wir haben keinen Sprit mehr. Bis jetzt läuft die Bergungsaktion sehr gut. Es ist auch eigentlich so, dass jetzt hier nicht mehr so viel passieren dürfte. Mal gucken, wie der International da hinten jetzt da rumkommt, aber das sieht ganz gut aus. So, jetzt müssen wir einmal... Jo, passt. Jetzt müssen wir einmal die Fahrzeuge auftanken. Tanken. Oh, ich kann das nur echt... Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Dann machen wir es andersrum. Nachtanken. Suboptimal. Aber ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie die Fahrzeuge... Nee, Kraftstofftank wäre nicht notwendig gewesen. Aber in das Fahrzeug müssen wir noch Stuff reinbringen. Der Ank. Okay. Dann haben wir da ein bisschen was, weil mit dem müssen wir dann, weil wir den Anhänger ja dann wegbringen, müssen wir... auf eigenen Rädern losfahren, beziehungsweise... Ja, auf eigenen Rädern müssen wir losfahren. Also noch den International Paystar 5070. Der kriegt natürlich auch nochmal einen vollen Tank. Nur aus Prinzip. Wechseln einmal in den Truck rein. So. Dann hoffe ich mal, dass wir hier rumkommen. Und hinten der 5070er. Gut mitfahren kann. Das letzte Mal hatte ich mit dem Thema angefangen, dass ich mir ein Interview mit Thomas Panke und mit Thomas Panke und einem, dem Interviewpartner. No, nein, nein, na. Wie ist das denn bitte jetzt passiert? Ah, okay. Ah, okay, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. Ja, ist kein Problem. Den kriegt der andere, kriegt umgezogen. Und den fahren wir schon mal weiter. So machen wir's. Und das Interview habe ich mir angeschaut. Und hat ja schon so ein bisschen über diesen Tim Gabel gesprochen. Dass ich da so ein paar Sachen ein bisschen komisch fand. Und dieser Thomas Panke, der ist schon eine ganz interessante Person. Ich muss es immer nur wieder sagen. Weil wirklich, wie der das schafft, diese Diskrepanz zwischen ich hasse Lego quasi, was er selbst ja niemals sagt. Er sagt ja niemals, ich hasse Lego. Aber, come on. Also,
Du kannst nicht sagen, du kannst nicht irgendwie, das glaube ich nicht. Du kannst nicht sagen, ich liebe Lego, wenn du da irgendwie so agierst, ne? Weil er sagt ja auch, also er macht das einfach super gut. Und vielleicht ist er genau so. Also ich werfe ihm nicht vor, dass das irgendwie gelogen ist oder so. Auf keinen Fall. Aber er macht das richtig gut. Also sehr beeindruckend, wie jemand unter all diesen Umständen sich so kontrollieren kann. Und es irgendwie... Aber das ist halt der Grund, warum der auch so erfolgreich ist. Davon abgesehen, dass er noch eine Sache hat. Wow. Da bin ich so neidisch drauf. Der Typ kann sich von seinen ungefähr 10.000 Sets, die er gebaut hat, zumindest sagte er, dass da so ungefähr irgendwas zwischen 10 und 20.000. Ich fand die Range aber... Also die Range des Guesses schon krass. Also entweder 10.000 oder einfach nochmal das Doppelte. Wo ich dann dachte, ja, okay. Also hättest du jetzt gesagt 10 oder 11.000, würde ich sagen, ja, okay, das versteht man nicht. Aber man weiß eigentlich schon, ob du jetzt 10 oder 20.000 Sets gebaut hast. Aber dennoch, der Typ kann sich halt einfach jede Nummer merken. Das ist so beeindruckend. Oder könntet ihr das? Ich könnte das nicht. So, Prototypenanhänger. Wir machen jetzt den kleinen Abstecher. Einmal schauen wir. Wo, also ich vermute mal, hier ist irgendwo ein, noch ein, noch eine Mission. Irgendwo da. Aber ich habe keine Ahnung, es ist nur eine Vermutung. Wir fahren jetzt hier hinten in die hinterste Ecke, in die wir einfach reinkommen. Hier, die Kisten kann man nicht bewegen, ich brauche es erst gar nicht. Was ist denn da los? Die Kisten kann man mit Sicherheit nicht bewegen, brauche ich erst gar nicht zu probieren. Radar einmal aktivieren. 4. Stößt er da oben dagegen? Ja, stößt dagegen. Aber er kann es abschließen. Okay. Klappt er das dann auch wenigstens zusammen? Ja. Gott, ich vermute, ich habe irgendwie Angst, jetzt weiterzufahren, dass mir das gleich komplett um die Ohren fliegt. Joa, läuft. Ist eingepackt, ne? Okay. Ah, wir haben nichts entdeckt. Aber das ist gut. War eine ordentliche Reichweite. Ich sage, wir gehen jetzt hier hin, machen das nochmal... Und schauen mal, was es hier sonst noch so gibt. Und dann fahren wir hier vielleicht irgendwo lang. So machen wir das. Haben wir hier... Wir wollen einmal nachtanken. Aus dem Caterpillar in den Prototypenanhänger. Und hier nochmal rein. Das wäre auf jeden Fall genug. Nee, Quatsch. Es war jetzt Müll. Aber gut, in dem Caterpillar ist so viel drin. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Also man hört diesem Thomas Panke einfach echt gerne zu. Also ich zumindest. Wenn der da seine Stories erzählt und wie er da jetzt dazu gekommen ist und wie er es schafft quasi seinem Feind, ja, weil so würde ich das schon bezeichnen, seinem Feind irgendwie gut dastehen zu lassen und ihn währenddessen schlecht dastehen zu lassen. Das ist faszinierend. Nee, die machen auch mal gute Sachen. Da gibt es auch ein paar echt clevere Leute. Aber die meisten sind halt schlecht in ihrem Job. Entschuldigung. Ich kann manche Sachen nicht direkt nachvollziehen. Und dann höre ich mir seine
Also da ging es zum Beispiel um dieses blaue Fahrzeug, er wüsste jetzt die Nummer, das 40 Jahre Jubiläum, 40 Jahre Lego-Technik Jubiläums Teil. Ne, warte mal, ne. Davor, weil da komme ich nicht durch wegen dem hinten rausstehenden irgendwas. So, und er sagt ja, das ist doch optisch total die Seuche. Und ich sehe das so und denke mir, ja, jetzt total die Seuche ist. Oh Gott, was denn hier los? Also ich würde es jetzt nicht als total die Seuche bezeichnen. Und dann gucke ich mir das an und je mehr er erzählt, desto mehr denke ich mir, naja, irgendwo hat er auch recht. Das ist kacke gemacht. Das ist, ja, ob man das Blau jetzt mag oder nicht. Die Bilder, die man auf Amazon und sonst wo, wo man es halt kaufen kann, sieht, sind halt schon einfach extrem catchy. Da hinten ist ein Haus. Ich kann es ja von hier aus sehen. Da hinten ist ein Haus. Warte mal, ich will nicht, dass er. So. Kann er das jetzt aufklappen? Ja. Es ist schon. Ja, Leben. Ja, sehr gut. Haben wir entdeckt. Ist schon gut gemacht von den Modellern, dass das nicht komplett auseinanderfliegt, dieses Teil, nur weil jetzt irgendwas nicht gepasst hat, geklappt hat. So. Ach, come on. Da ist die Aufgabe? Das ist ja jetzt irgendwie lächerlich. Und dann zeigt er sich, dann zeigt er da dieses blaue Teil und ich gucke mir dann, ich habe das Interview unterbrochen und habe mir dann das Video von ihm angeschaut, wo er das zum zweiten Mal, also er hat schon mal ein Video gemacht, hatte ein Video gemacht, wo er dann halt irgendwie sagt, am Ende, nachdem ich mit all meinen Kunden gesprochen habe, nachdem ich da selbst nochmal in denen versucht habe, die ganze Zeit das vorzustellen, ist halt einfach zu gut weggekommen. Und deswegen mache ich jetzt nochmal ein Video und sag jetzt euch mal, was da alles bescheiden dran ist. Und dann denke ich mir, ja gut, hat er irgendwo auch recht. Ja. So, jetzt müssen wir einmal kurz schauen. Easy. Wie soll ich sagen? Easy, Bruder. Verfolgung starten. Easy. Hinten ist der Anhängershop. Ah, da kriegen wir aber kein Wasser. Ah, da kriegen wir kein. Oh, aber hier kriegen wir Wasser. Ja, noch easy. Also ja, easy. Komm. Truck wechseln. Moment. Nee, doch. Oder? Ich war gerade am Überlegen, ob ich ihn jetzt erst aufstelle. Oder erst den Anhänger wegbringe, aber ich glaube, es macht. Es ist nicht verkehrt, hier jetzt gleich anzusetzen. Starte den Motor am gezogen. Nee, wir wollen das nicht. Sehr gut. Na, siehst du? Es war easy, easy, peasy, peasy. Ich muss da einmal Truck wechseln und den anderen wegbringen. Ah, noch was. Also, einmal vielen, vielen Dank wieder einmal für die ganzen Supporter und
Spenden, die wieder reingekommen sind. Krass, voll geil. Es hilft. Es ist eine richtig coole Sache. Vielen Dank dafür. Und das, Moment. Und das, obwohl ich ja schon gesagt habe, dass es ja auch jetzt losgeht, also dass diese ganze Thematik jetzt so richtig ins Rollen kommt, weil ich da einfach ja, starten möchte. Und sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich habe jetzt nochmal was geändert. Und zwar habe ich einen kleinen Blog gelauncht, auf dem ich mit Texten und mit Fotos über den Möttgen-Rechner berichte. Sprich, solltet ihr Lust haben, diesen Blog Truck wechseln, diesen Blog einlesen zu können, einsehen zu können, denn es ist so ein Private Blog. Das heißt, ich brauche eure E-Mail-Adresse. Dann dürft ihr sehr, sehr gerne eine kleine Spende in eurer freien Wahl, in eurer Wahl der freien Höhe, so ungefähr irgendwie ist der Satz, dürft ihr mir gerne eine kleine Spende da lassen und dann schicke ich euch entsprechend, lade ich euch entsprechend für diesen Blog ein und ihr könnt in dem Sinne dieses ganze Thema nochmal verfolgen. Es wird dann auch zusätzlich einen Livestream geben, nur den allerersten Livestream, nur für die Supporter. Da freue ich mich sehr drauf, wenn das startet. Das kann natürlich erst starten, wenn der Rechner auch komplett da ist und so weiter und so fort. Und wenn ihr das hier, ja genau, denn da gab es jetzt schon die erste lustige Sache, das muss ich noch posten, aber wenn ihr das Video hier hört und seht, dann ist das auf jeden Fall auch schon gepostet. Ist heute quasi passiert. So. Dann möchte ich in dem Zuge noch einmal ganz kurz die Kanalmitglieder daran erinnern, da ich ja jetzt auf diesen Blog umgestellt habe, werde ich keine Community-Beiträge mehr für Kanalmitglieder posten, in denen es sich um diesen Möttgen-Rechner handelt. Wenn ihr also auch auf dem Laufenden sein wollt über diesen Blog, dann würde ich euch bitten, dass ihr mir einmal mit eurem mit eurem YouTube-Namen, also eure E-Mail-Adresse, die ihr benutzt, und einmal die euren Namen, mit dem ihr die Kanalmitgliedschaft abgeschlossen habt, mir einmal per E-Mail schickt. Das ist, tut mir leid, dass das so ein bisschen an der Stelle komplizierter etwas ist, aber durch die ganzen Patreons ist das auf jeden Fall die beste Methode. Weil wenn immer jemand Neues dazukommt, oder sagen wir es andersrum, immer wenn jemand Neues dazukommt, oder nehmen wir den anderen? Nee, wir nehmen den hier. Dann müsste ich diese ganzen Beiträge, die ich alles schon mal gepostet habe, nochmal zur Verfügung stellen. Und das ist echt anstrengend, weil ich dann immer überlegen muss, habe ich dem das jetzt schon geschickt? Habe ich dem das noch nicht geschickt? Und so weiter und so fort. Also wenn ihr da Lust drauf habt, ich hatte euch eigentlich schon mal einen Community-Beitrag gepostet, wo es genau darum ging. Bisher habe ich aber diesbezüglich keine E-Mails bekommen. Da sind zwar auch welche dabei, die haben einmal eine PayPal-Spende gemacht und eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen. Die sind also sowieso schon abgedeckt. Es geht um diejenigen, die eben keine PayPal-Spende gemacht haben und in Anführungszeichen nur eine Kanalmitgliedschaft. Das nur aber in ganz großen Anführungszeichen, weil ich ja extra betone, dass ihr das auch sehr gerne machen könnt, je nachdem, was euch da lieber ist. So, den Part habe ich jetzt auch nochmal abgeschlossen. Das war mir noch wichtig, dass ihr informiert seid, dass es da Content gibt. So, ist ja auch quasi so ein bisschen RL-Content. Wenn der Rechner da ist, werde ich auch davon ein paar Fotos machen und so weiter und so fort. Ziel ist es in der ersten Augustwoche. In der ersten Augustwoche ein Livestream zu starten. Aber das kann ich erst sagen, wenn auch wirklich der Rechner da ist und alles läuft und so weiter und so fort. So, Wasser
Ja, brauchen wir nicht voller machen. Reicht so. Ich glaube, dann ist der nämlich auch leichter, oder? Ja, wird er sein. So, aber meine lieben Freunde, ich gucke wieder auf die Uhr und sehe, meine Güte, schon wieder 21 Minuten rum. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und ihr seid gut unterhalten worden, wenn ihr wollt. Und das noch nicht getan habt, dürft ihr mir sehr gerne ein Like und Subscribe da lassen. Da freue ich mich. Und insbesondere Kommentare. Die lese ich immer sehr gerne. Das ist immer eine Freude, euer Feedback zu haben. Deswegen freue ich mich auch so sehr auf die Streams, die kommen werden, weil dann wir natürlich direkt schöne Interaktion haben. Geile Sache. Und wie gesagt, auch wenn die Livestreams dann laufen, habe ich mir eigentlich, ich finde es zumindest ganz interessant. So viel kann ich schon verraten, ein Spiel. Ich möchte ein Spiel mit euch spielen. Habe ich zumindest so noch nirgendwo anders gesehen. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht auf jedem Kanal unterwegs, also ich habe das Rad nicht erfunden, sagen wir es mal so. Ich sage vielen, vielen Dank, macht's gut, meine Freunde, bis dahin, ciao, ciao.